Mutti ist back on track. Und wenn ihr denkt, gut, jetzt ist sie komplett durchgeknallt. Dann habt ihr recht. Ich bin komplett durch. Also, ihr wolltet, dass ich so ein Primer austeste, und zwar von Essence. You better work. Bitch, Gym-Proof Primer. Das Gute ist, dass ich 15 Jahre nicht einen Sport betrieben habe. Na, wir sagen doch, jedes Jahr zu Ostern fangen jedes wir an. Jedes Jahr zu Ostern. Irgendwann vor vier Jahren hat mein Mann gesagt, nach Ostern, wir gehen zum Sport. Und das war vor 4 Jahren. Ich habe auch nie die Jahreszahl gesagt. Nein, wir fangen jetzt aber bald an. Ich muss noch ein paar Dinge regeln und danach. Und weil es so ein Gym-Proof-Ding ist, dachte ich so, boah, ich betrüge euch und tue so, als würde ich voll sportlich sein, aber es ist nur so ein Stirnband von The Body Shop. Aber ich werde es so machen, ich werde das jetzt komplett mit euch auftragen, Foundation auftragen, und ich werde euch mit meinem Handy updaten. Das hatte euch nämlich mit der Huda Beauty Foundation so gut gefallen und ich dachte, why not? Meine Nichte ist da zu Besuch für ein Wochenende. Billy Nye! Ich habe ihr gerade Netflix auf. Da guckt sie Ladybug oder so, heißt es. Was für eine schlechte Tante. Also, ja, ich musste sie halt irgendwie stilllegen. Sonst wären alle 10 Sekunden Fragen aufgetaucht. Sie ist erst 6 geworden. Okay, also der Primer ist sweatproof, hat einen Lichtschutzfaktor von 20 und hat einen Instant Blur Effekt. Sprich, der wird uns jetzt so geil machen. Also mein Vokabular ist ziemlich geschrumpft über die Jahre. Das ist so witzig. Nicht alle, aber manchmal sagen sie, warum sagst du manche Sachen nicht auf Deutsch, obwohl es sie auf Deutsch gibt? Keine Ahnung, weil für mich ist Make-up voll so Englisch. Und dann kaufe ich einen Primer in einer deutschen Drogerie, ja, Drogeriemarkt, DM. Und es steht erstmal auf Englisch und dann auf Deutsch. Diese Grundierung hält, was sie verspricht, selbst wenn du ins Schwitzen kommst. Die luftig, leichte, schweißresistente Formulierung gleicht Rötungen und Unebenheiten optisch aus. Für einen natürlich schönen Look. Allein oder unter dem Make-up verwenden. Mit Lichtschutzfaktor 20. Das ist der Primer. Der fühlt sich an wie so eine Sommerlotion. Riecht auch so. Ja. Komplett wie so eine. Ja, oder wie so eine Bodylotion, ja. Und ist leicht blau oder türkis. Boah, Sommer. Summer, Summer, Summer. Riech mal bitte. Also mein Sommer riecht anders als deiner. Wie riecht denn dein Sommer, hör mal? Ja, nicht nach Creme. Wer hat sich das jetzt gewünscht? Anne. Ich wurde richtig hart markiert auf dem Primer. Ist der jetzt so ganz speziell neu? Also Gym-Proof? Ja, new. Und also ich bin heute den ganzen Tag komplett unterwegs. Vielleicht schaffe ich es auch ein bisschen Springseil zu springen. Mal schauen. Mein Mann wird mich dann mit meinem Handy filmen. Wir gehen noch schwimmen heute Abend mit meiner Nichte. Ja, steht ja nicht Swimproof drauf. Ja, ich gehe ja eh nicht ins Wasser, weil ich meine Erdbeerwochen habe natürlich. Genau heute. Ich habe gerade so eine Schmerzen. Ich sehe zwar nicht danach aus, aber innerlich sterbe ich gerade 1000 Tode. Aber es macht einen frischen Look, ha? Also Rötung hat es jetzt nicht kaschiert, finde ich. Also, Und geblurrt finde ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber macht einen schönen, frischen Ton, ne? Die Foundation, die ich auftragen werde, ist meine Armani Luminous Silk Foundation. Die kenne ich in allen Farben und Formen. Ich weiß, wie sie auf meiner Haut sitzt nach 10 Stunden. Deswegen, ich wollte jetzt keine Experimente starten, um den Primer besser einschätzen zu können. Und der ist so schön satt auf der Haut, ne? So ein bisschen klebrig. Also wirklich wie so eine Lotion-Creme, Sommersonnencreme. Ich finde, dass die Foundation ein bisschen schwieriger auf meiner Haut zu verteilen ist, was ich jetzt nicht negativ meine. Das ist ja, manche Foundations gehen mit manchen Primern leichter über die Haut und mit manchen ist es halt ein bisschen schwieriger. Und ich arbeite das dann immer nochmal mit dem Booty Blender ein. Das letzte Video kam super gut an. Habe ich ja eine ganz, ganz neue Marke auch für mich getestet. Also die gibt es schon auf dem Markt, aber die war jetzt... Ich kannte die auch, aber ich habe auch von denen noch nie was benutzt. Und das kam echt richtig gut an. Ich verlinke euch das hier oben, wenn ihr es noch nicht gesehen haben solltet. YouTube hat ja jetzt auch die Probleme, dass obwohl ihr
Abonnenten seid, die Videos nicht mehr angezeigt werden, sondern YouTube empfiehlt jetzt Videos, wo ich mir denke, so, warum haben wir überhaupt die Abo-Funktion, ja, wenn es den Leuten eh nicht angezeigt wird. Sogar manchen, die die Glocke aktiviert haben, also wenn ihr auf dieses Abonnieren geht, ist rechts von dem Abonnier-Button noch so eine Glocke, wenn ihr die aktiviert, sollte es eigentlich funktionieren, dass euch meine Videos angezeigt werden, weil die letzten Wochen, ich bin da nie drauf eingegangen, weil ich dachte, keine Ahnung, irgendwas ist jetzt halt gerade. Aber weil das jetzt so häufig kam, ich hatte eigentlich nie das Problem mit YouTube, dass meine Videos nicht angezeigt werden. Aber das hat sich die letzten 3 Wochen so heftig gehäuft, dass die Leute sich beschwert haben, dass die Videos nicht angezeigt werden, dass ich es hier nochmal ansprechen wollte. Modi uploadet seit einem Jahr jeden Donnerstag und Sonntag um 17 Uhr. Was mir gerade noch auffällt, dass die Foundation gerade nicht so gut auf meiner Haut sitzt. An manchen Stellen hat die sich richtig raufgelegt. Das habe ich eigentlich mit der Foundation gar nicht. Ich finde, dass die Foundation so in diesem Bereich nicht so gut sitzt. Auf der anderen Seite auch. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber das habe ich sonst mit anderen Primern unter der Foundation nicht so intensiv wie jetzt mit dem Primer. Und der Primer hat auch ganz leicht Schimmer. Also meine Hände glänzen ganz leicht. Ich trage jetzt auch noch einen Concealer auf. Das ist der neue Concealer von By Terry, den ich auch im letzten Video getragen habe. Concealer ging auf dieser Base super easy. Ich werde jetzt das Ganze setten mit meinem Laura Mercier Puder, Bronzer auftragen und all das. Und dann sehen wir uns zu einem Update wieder. Erstes Update. Ich habe leider hier so schlechte Haut. Und das ist die Mütze. Ich habe die Foundation jetzt über 3 Stunden drauf. Um meine Nase herum ist es weg, aber das liegt am Nasenschnurren. Aber so, und Hitzewallungen hier oben. Okay, kümmert euch nicht um den Hintergrund. Das sind alles Sachen, die nach Berlin müssen. Das ist Make-up nach, wow, nach 6 Stunden, genau. Sogar ein bisschen mehr. Ich springe jetzt eine Runde Springseil, damit ich auch schwitze. Mir ist jetzt schon warm, ich habe mich auch dick angezogen. Mein Mann macht gerade eine Fresspause vor mir. Also, ich habe mir noch mal einen Schal umgebunden, weil ich schwitze sehr, sehr schwer. Habe ich von meiner Mutter. Sehr, sehr schwer könnte auch heißen, sehr viel. Sehr wenig. Das ist jetzt ein Asthma-Anfall. Ich habe jetzt eine halbe Stunde Sport gemacht und ich habe 15 Jahre keinen Sport mehr. Sport ist Mord, Turne bis zur Urne. Also meine Stirn ist ein bisschen speisig. Ich gehe gleich schwimmen. Ja, wir gehen auch noch gleich schwimmen. Bei minus 50 Grad, schön. Also, ich trage die Foundation jetzt, beziehungsweise den Primer, über 6 Stunden. Ich habe jetzt eine halbe Stunde Sport gemacht. Der Primer hält echt ziemlich gut. Ich kann natürlich jetzt nur für meinen Schweißstatus und Pegel sprechen. Ich schwitze nie richtig doll. Ich habe zum Beispiel auch noch nie ein Deo in meinem Leben benutzt. Das habe ich halt von meiner Mama. Aber trotzdem hat das richtig gut gehalten, auch an meiner Stirn, weil meine Stirn ist schon ein bisschen nass, ja. Okay, ich habe euch mal ganz nah rangeholt, also es ist Liquid Lipstick. Um meine Nase herum ist es weggegangen, weil ich super oft schnauben musste. Aber so im Großen und Ganzen, finde ich, sieht das nicht schlecht aus. Das Ganze ist zwar schon 7 Stunden drauf, aber ich gehe jetzt noch schwimmen. Bestimmt noch mal so 2 Stunden und da ist ja auch noch mal ein ganz anderes Klima und da werden wir auch noch mal ein kleines Update machen. Ich trage die Foundation jetzt über 9 Stunden. Wir waren jetzt 2 Stunden im Schwimmbad und es waren sehr tropische Verhältnisse, kann man sagen. Und ich war nicht im Wasser, also ich war immer nur so im Kinderbecken mit den Füßen und so. Genau, und das Ganze sitzt, finde ich, immer noch sehr gut. Ich bin so müde und fertig. Wir sind gerade vom Schwimmen gekommen. Ich trage jetzt den Primer, die Foundation, alles seit 10, 11 Stunden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Es sind schon auf jeden Fall über 10 Stunden. Und ich finde, dass es alles noch sehr, sehr gut aussieht, muss ich sagen. Ich war in der Kälte. Hier haben Sachen unternommen. Ich hatte meinen Schal hier drum, meine Mütze. Ich habe Sport gemacht. Wir waren schwimmen.
Und da war es super warm in der Halle, wobei ich nicht ins Wasser gegangen bin. Ja, wenn ihr jetzt noch Fragen haben solltet zu dem Primer, dann stellt die super gerne in die Kommentare. Ansonsten findet ihr hier zwei weitere Videos. Hier könnt ihr mich abonnieren. Ansonsten sage ich danke fürs Reinschalten. Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.